Hi Leute und willkommen zurück zu Layers of Fear. Wir waren dabei, durch diese Tür da hinten zu gehen, da wir den Ungeborenen da geschaffen haben. Aus Bloodburn, ne? Also die von Layers of Fear haben die Monster gemacht für Bloodburn. Ihr seht das hier herum, ne? Ist jetzt alles ziemlich dunkel geworden. Natürlich liegt das nur an den Stromausfall, weil als Gamer kann man einfach die Rechnung nicht zahlen. Man zockt ja nur. Hat uns RTL beigebracht. Nee, Spaß. Ich habe mir gedacht, dadurch kommt ein bisschen eine andere Stimmung hoch wieder. Ja. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir starten mit dem Game wieder. So. Form tritt heraus. That's what she said. Okay, ist ein bisschen anders. Hier hat sich nichts geändert. So, wir gehen nochmal hinaus. Oh Gott. Fällt im Maulkasten. Ich hätte gedacht, da steht jemand. So. Ich habe jetzt übrigens die ersten Folgen, habe ich jetzt einmal schon zusammengestellt zum Rendern. Musste auch hier feststellen, dass witzigerweise, wenn ich die Datei gerendert habe, die erste Folge zum Beispiel, dass diese schon im Voraus ziemlich dunkel ist. Silent Hill 4. Das gefällt mir. Dass die Folge... Scheiße. Dass die Folge insgesamt ziemlich dunkel wurde. Und ich trotz allem noch ein bisschen nachbearbeiten musste. Jetzt muss ich mal gucken. Also, es lässt sich noch nachbearbeiten. Es ist nicht wie bei der ersten Aufnahmesession, dass wirklich alles Rotz ist. Aber anscheinend... Ich weiß nicht warum. Das liegt, glaube ich, am Aufnahmeprogramm. Die Fraps halt, das haben wir schon geöffnet. Ich depp. Ich quatsch noch kurz aus. Das liegt wahrscheinlich an dem Aufnahmeprogramm Fraps. Irgendwie verursacht das einen kleinen Rotstich und macht die Aufnahme letztendlich dunkler. Ich weiß nicht warum. Aber naja. Hätte mich jetzt auch gewundert, wenn ich da reinkomme. Okay, dann haben wir eigentlich nur einen Weg. Dass da nichts gibt, kann ich da nichts aufheben. Nichts zu lesen, nichts anzuschauen. Alter, das war der. Komisch. Da muss doch was geben. Was ist der Raum da? Nee. Keiner da. Alles gut. Alles gut. Oh, scheiße, ich habe die Uhr vergessen. Ach, da ist sie. Sonst wird eine Folge 3 Stunden. So, dann gehen wir halt da rein und gucken mal, was da los ist. Felsentür fällt wieder zu. Okay, Weinflaschen. Könnte ich ein bisschen trinken. Würde das ganze Spiel wahrscheinlich einfacher machen. Junge, kommt mir der bekannt vor, Elijah Wood? Keine Ahnung. Oder wer ist der? Der, wo Frodo gespielt hat? Ich weiß es nicht. Ein Klavier. Darf ich das Licht wieder machen? Scheiße. Oh Gott. Irgendwie geht da die Pumpe umso mehr. Okay. Es ist alles gut. Solange du wild bist. Alter, da ist ein Schränkchen. Ah, da liegt was. Bla 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 über einen Jungen, der in einer Höhle aufwacht. Er findet eine mysteriöse
eine Nachtracht und eine Pistole. Dann reist er durch verschiedene Umgebungen, Wald, Felder, Fluss. Schließlich gelangt er zu einer kleinen Hütte im Wald, wo sich herausstellt, dass dies alles nur ein Produkt seines Unterbewusstseins gewesen ist, hervorgerufen von einer traumatischen Kindheitserinnerung. Er tötete den Mann, der seinen Vater ermordet hat. In der Realität sabberte er in einem Irrenhaus vor sich hin, wo er die ganze Zeit gewesen ist, verstehst du? Der Angelpunkt ist eine Spielerei, aber ich glaube, es funktioniert. Könntest du ein Storyboard für mich machen? Puh. Für mich machen? Wenn du interessiert bist, werde ich dir die Details sofort rüberschicken. Ganz ehrlich gesagt, ich denke, dass du diesen Job annehmen solltest. Es wird gut gezahlt und es würde deine Gedanken ablenken von, nun, du weißt schon, von allem anderen. Bitte gib mir so schnell wie möglich Bescheid. Thomas Colbert. Ich glaube, dass wir der Junge sind, sozusagen. Oder hat ihm vielleicht diese Geschichte wahnsinnig gemacht? Wäre im Bereich des Möglichen. Der Raum wäre mir am liebsten, der ist sehr dunkel. Oh Gott. Also das Schlimmste in dem Spiel, also das nervt mich direkt, sind diese selbstschließenden Türen. In jedem Raum erwähne ich es, aber es regt mich jedes Mal wieder auf. So, jetzt bin ich sauber gegen das Mikro gekommen. Da ist nichts. Halt, da ist was. Ich kann es nicht erkennen. Was sind das? Ah, ein Zettel. Okay. Quellende Imitatoren. Klopf, klopf, klopf. Ich lasse sie nicht herein. Nur Kleider hinterlassen. Was? Gibt's hier irgendwelche Gegner in dem Spiel? Das sind Ratten. Die Klamotten tragen. Ich bin der König der Ratten. Was blinkt denn da? Steht da jemand? Nee. Nee. Okay, das waren wohl die Ratten. Was wäre denn passiert, wenn ich nicht ans Fenster gegangen wäre? Und das sieht ja sehr, sehr einladend aus. Also, ohne Witz. Wer hätte damit gerechnet? Alter. Hä? Ist das eine Labelschnur oder soll... Danke für den Schlüssel, aber den wollte ich nicht... Ist das ein Strick um den Hals oder die Nabelschnur? Ich weiß nicht. Soll das ein Hinweis darauf sein, dass er sein Baby auch noch umgebracht hat, nicht nur den Hund? Ey, komm, ich habe jetzt keinen Bock vor irgendwelchen Gegnern davon zu rennen, wenn ich ehrlich bin. Da ist jemand. Da ist jemand. Wer ist da? Hä? Okay. Okay, es tut schon wieder ein bisschen drucken. Ah, jetzt hat sich's gefangen. Es gibt auch komischerweise keine Musik mehr. Klar, ich mach die Truhe wieder auf und das Baby liegt drin, oder? Ist da? Nicht vergessen.
9. Juni. Vergiss nicht. Was soll ich nicht vergessen? Dass ich von Kroaten bestellt habe? Dass ich eine Brille trage? Hallo, meine Hübsche. Wie geht es dir? Da haben wir nichts jeweils, oder? Da war auch nichts, ne? Genau. Dann werden wir zwangsweise die Truhe mal aufmachen. Halt, da können wir sogar den Schlüssel verwenden. Ich gehe mal da ein bisschen in die Ecke, wo ich nicht ausweichen kann. Ah. 23. Mai. Wie können sich zwei Menschen, die sich einmal so vollkommen, so gerade geliebt haben, so weit auseinanderleben? Mein Ehemann spricht kaum noch mit mir. Er schlittert nur noch aus seinem Arbeitszimmer heraus und herein, wie besessen an einem gescheiterten Gemälde nach dem anderen arbeitend. Er will nicht mal mehr mit mir schlafen. Ich weiß, dass er mich so abstoßend findet. Der Blick, mit dem er mich neulich angesehen hat, dieser erbärmliche, schmerzvolle Blick, eine Mischung aus Scham, Schuld und Abscheu. Mir ist klar geworden, dass ich in den Augen meines Mannes ein Monster geworden bin. Es fühlt sich an wie etwas, das eine Frau niemals mitmachen sollte. Dennoch, als die gute Ehefrau, die ich bin, habe ich mich dazu entschlossen, die Fantasie meines Ehemanns wahr werden zu lassen. Wenn ihr denkt, ich sei ein Monster, werde ich diese Rolle verdammt nochmal ausfüllen. Ich glaube, die Ratten stellen vielleicht unsere Frau da. Buhu, was für eine Freude. Nee. Hau doch ab, oder? Gott. Das Schlimmste ist, wenn man einen sehr unsympathischen Charakter spielt. Also er malt ziemlich viel Gemälde. Und da kein Erfolg mehr. Warum? Kann ich nochmal zurück? Ne, geht nicht, oder? Ach, Spaß. Mich hätte interessiert, was das der Schatten da bei der Kinderpuppe, Babypuppe, was das war. Oder wer das war. Mach mal das Licht an. Okay. Das Möbel da draußen? Ne, ist ein Zaun. Da taucht doch jetzt hundertprozentig irgendetwas auf. Das weiß ich doch jetzt schon. Also, ich hoffe, dass es nicht auf irgend so ein Gerenne hinausläuft. Also, was packe ich eigentlich überhaupt nicht. 15. September. Heute wieder neue Zettel. Sogar noch schlimmer als die davor. Das Traurigste daran ist, dass ich jedem Wort zustimme. Okay. Anscheinend dauert es nicht mehr lange, wenn wir begegnen unserer Frau. Oh, verdammt. Es macht wirklich viel eine andere Atmosphäre jetzt aus. Aber es leckt jetzt. Also, es ruckelt dermaßen was von immens manchmal. Ach, das ist dasselbe Raum, oder? Da ist nichts drin. Doch, da ist was. Aber ich kann es natürlich wieder nicht lesen. Okay. Das ist die Bücherei. Die sieht immer so aus. Tja. It's raining man. Halleluja. Ich frag mal nicht, warum der Künstler so scheitert ständig. Wie als Künstler. Und da sind Pinsel. Ja, die gehören da rein. Noch mehr Gemälde. Also es ruckelt jetzt manchmal echt ein bisschen abartig. Wenn es so bleibt, muss ich... Okay, da ist irgendwas. Wenn das so bleibt, muss ich direkt die Einstellungen nochmal überarbeiten. Also die Grafikeinstellungen. Mach halt die Tür wieder zu. Da ist nichts. Das ist genau derselbe Raum. Jetzt die Frage. Kann ich hier lang?
Also ich könnte hier lang. Aber da geht's weiter. Dann gehen wir zuerst in den Raum, weil da höre ich irgendwas. Ja, blinde Narren. Was? Crates. Idiots. Na, Craters. Was? Einfallspinsel, Idioten, ihr könnt es euch denken, was da jetzt alles dran steht. Ich möchte jetzt nicht alles vorlesen. Ignoranten. Steht sogar was. Was? Steht was am Fenster. Blinde Narren. Idioten. Ignoranten. Ugly. Ugly. You ordered a true portrait, so that's what I painted, you fucking pleb. Maybe I need to kick some artistic sense in your stupid face. Alter Falter. Nimm's mir jetzt nicht übel, aber gerade schön ist das Bild nicht. Aber naja. So ist das halt, wenn man wahnsinnig wird, dann malt man ziemlich bescheuerte Bilder. Okay, gehen wir weiter. Wir haben das, was wir wollten. Kann ich da rein? Nee, gehen wir. Auf geht's! Los geht's, ich könnte doch ewig in den Raum verweilen. Nur aus Angst. Und Trauer. Na klar. Okay. Soll wohl das Arbeitszimmer ein wenig darstellen vielleicht. Da geht's nach unten. So, da können wir nicht lang, das war mir klar. Aber wir können nach unten, was für eine Freude. Wahrscheinlich ploppt irgendwas da herum auf, oder? Zumindest wäre das logisch. Ist die Folge bald vorbei? Oh Gott. So, erst einmal wieder Licht an. Machen wir es uns einfach. Reingeschaut, da ist nichts. Na, wer ist da oben? Niemand. Vielleicht haben wir Glück. Und haben unsere Ruhe hier. Jetzt machen wir erstmal was anderes, ne? Verdammt. Übersehe ich jetzt alles oder gibt's hier wirklich nichts mehr? Nee. Ach, ich kann sogar die Leiter da hoch. Cool. Geht das auch schneller? Oder geht's nicht? Okay. Das ist gut zu wissen. So wissen wir zumindest schon mal einen Fluchtweg für den Fall der Falle. Verschieben kann ich die Leiter nicht, ne? Da kann ich nicht so. Kann ich die Leiter verschieben? Ja, das kann ich. Ich bin so talentiert. Aber zuerst. Okay, da wird's weitergehen. Wir schauen mal, was. Können wir irgendwas mit der Leiter noch machen? Wir können zum Beispiel da mal reinschauen, was da abgeht. Vielleicht finden wir ein cooles Buch. Oder irgendwelche Pornoheftchen. Würde ja auch ausreichen, oder? Okay. Ah, ein Schlüssel. Die Funktion mit dem Leiter verschieben finde ich ziemlich cool. Licht an. Aber ich finde es ziemlich schockierend, dass der Raum schon wieder so ruhig ist. Wahrscheinlich explodiert er wieder, wie in der dritten Folge oder vierten, wo das war. Das wird's nicht so, ey. Danke. Da ist ein Telefon in der Wand, hä? Geh mal ran. Gott, das ist ein ekelhaftes Geräusch. Gott, ich muss...
Wenn ich ehrlich sein soll, kann ich nicht gerade behaupten, dass mich ihr Schreiben überrascht hat. Mehrere Kollegen hatten mich bereits darüber informiert, dass sie zuvor deren Meinung in dieser... Das geht nicht. Hatten mich bereits darüber informiert, dass sie zuvor deren Meinung in dieser Angelegenheit hören wollten. Und während es vollkommen nachvollziehbar ist, dass Patienten eine zweite Meinung einhören, möchte ich doch meinen, dass 16 übereinkommende Meinungen ausreichend wären. Dennoch bin ich aus Respekt ihrer Frau und ihnen gegenüber den Fall noch einmal sorgsam durchgegangen. Und leider stimme ich mit meinen Kollegen überein. Unwillkürliche Muskelpasmen sind bei Patienten, die so starke Verbrennungen erlitten haben wie ihre Frau, nicht unüblich. Was sie als abartiges Grinsen oder innervierendes Kläffen beschrieben haben. Wobei viele diese Ausdrücke verletzend finden. Könnte in der Tat eine Manifestation eines Nervenschadens bestehen. Die anderen Symptome, die Sie erwähnten, scheinen keinen psychologischen Ursprung zu haben, sondern erscheinen eher psychologischer Natur. Traumatische Ereignisse können zu schweren Symptomen führen, was nichts ist, wofür man sich schämen sollte. Bezüglich Ihrer Aufforderung an uns, Ihre Frau wieder hinzukriegen, müssen Sie begreifen, dass die Dinge, die sie durchgemacht hat, nicht einfach rückgängig gemacht werden können. Es ist ein langer, beschwerlicher Prozess, Stärke und Unterstützung. Den Wunsch haben, eine Langzeitrehabilitation mit mir zu besprechen, dafür stehe ich mir meinen Namen. Was steht da noch? Noch so ein verdammter Quacksalber. Aha. Tut mir leid, ich muss jetzt dieses Telefon abstellen. Das ist ja mal so ein ekelhafter Ton. Du willst mich verarschen, oder? Alter, wie stellt man das Teil ab? Krieche die Krätze. Komm ich da hoch? Das ist jetzt ein Witz. Wie komme ich da hoch? Ach, halt's Maul, ich möchte das Telefon. Danke. Bah. Stell's halt ab. Ich stell's nicht ab. Das gibt's nicht. Ja, dann müssen wir aus dem Raum raus. Also, das ist ja mal ein ekelhafter Ton. Finde ich nicht gruselig, sondern nervig. Ich selbst abstellen. Ach, das ist das gar nicht. Das ist ein anderes. Muss noch eins sein. Irgendwo. Da liegt noch ein Zettel. Sehr geehrter Herr, wenn ich ehrlich sein soll, kann ich dass ich mir Schreiben überrascht habe. Mehrere Kollegen hatten mich bereits darüber informiert, dass sie zuvor deren Meinungen in dieser Angelegenheit hören wollten. Und in dieser... Was? Und während es vollkommen... Das ist derselbe Zettel. Ist das jetzt ein Witz? Sind wir in der Zeitschleife gefangen? Anscheinend. Verändert sich was? Nee. Hi. Ich gehe jetzt einfach nochmal lang. Mal schauen, vielleicht verändert sich ja irgendwas. Das ist derselbe Zettel wieder, ne? Ja, genau. Mich bla bla bla. Halt, stopp! Er spricht rückwärts. Wir müssen zurück. Ja. Okay. Das ist derselbe Zettel, oder? Ja. Gut. Dieses Rätsel ist auch gelöst. Jetzt ist es da unten. Nein. Wie komme ich da runter? Was ist das? Wie komme ich da runter? Danke. Yes, Peter.
Hello? Hello? Yes, speaker. Yes, speaker. What? What? What fire? Fire. Oh, God. God. Is she? She. Which hospital? Which hospital? I'm on my way. Sind wir deshalb zum Alkoholiker geworden, zufällig? Weil unsere Frau vielleicht, die wir geliebt haben, vielleicht diesen Unfall hatte. Vielleicht konnte sie auch nicht mehr spielen. Also Klavier spielen. Karriere versaut. Der Anfang vom Ende sozusagen. Und wie komme ich ja jetzt wieder weg? Ach. Jetzt rechts lang. Okay. Eieiei, jetzt nimmt das schon langsam schon, ehrlich gesagt, geht das recht schnell. Restless Memories. Was? Ruhelose Andenken. Jetzt geht es eigentlich recht schnell, das Ganze. Also man checkt die Geschichte relativ schnell. Glaube ich. Vielleicht kommt noch so ein Plot-Twist. Zum Beispiel eine wahnsinnige Frau im Schrank. Ach, du Arschloch. Ich möchte raus. Jetzt muss ich jetzt auf da rein, wo das Vieh ist? Okay. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, dass ich hier die Tür zumach. Schatz, der Teller klebt an der Decke. Der Teller. Oh Gott. Kaputt. Kranke Erinnerung. Ja, die hast du, mein Freund. Die hast du. Ich komme da nicht rein. Der Charakter ist zu doof dazu. Was mache ich denn jetzt? Da liegt was. Flatternde Schrecken, seid still, konstantes Flattern, fressen andere Ratten. Ich verstehe es nicht. Muss ich, glaube ich, aber auch nicht. Warum ist die Tür an der Decke festgehangen? Ach, Überraschung. Nee, nicht Überraschung, wir müssen da irgendwas machen wahrscheinlich. Oder auch nicht. Also wir können eigentlich nichts machen. Die Tür können wir nicht öffnen. Wir können auch da nichts machen. Okay. Dann gehen wir zurück. Halt, da ist ein Lichtschalter. Okay, wir können was machen. Hey, da ist ein Lichtschalter. Ach, Kattelchen. Mach mal da auf. Mach auf. Ach, uff. Ja, da ist die Brille drin. Ach, ich habe keine Lust mehr, alles zuzumachen. Bleibt offen. Ah, nein, das geht nicht. Zu. Zu. Und zu. So, aufgeräumt. Das ist übrigens der Vorteil, wenn hier alles dunkel ist, dann seht ihr den Saustall da hinten nicht. Da brauche ich nichts mehr aufräumen. Das ist supi. Ein Tipp für die Jungen. Wenn es dunkel ist, könnt ihr eure Pornoheftchen auch draußen lassen. Nee, Spaß. So. Ist auch nicht mehr. Also ich glaube, es ist jetzt E-Zeit, ja. Nee, oder? Doch. Das Folgenende. Aber ich werde noch schnell in den nächsten Raum gehen, oder... Gibt's hier noch was? Wer bist denn eigentlich du? Mutter Tere. Das ist die Horrorgabe. Da jetzt wollte ich sagen, da ist ein Hotdog, da ist aber eine Zahnbürste. Gut, ich beende jetzt einfach hier die Folge. Ne? Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten, wenn ihr Lust und Laune habt, ne? Cheerio!